Also wir haben es kennengelernt in meinem Büro in der alten Börse, wo der Sandro auch ein Office hatte, leider jetzt nicht mehr. Und wir haben uns gesehen, es war Liebe auf den ersten Blick. Wir haben gewusst, wir kennen uns aus Instagram, aber diese Beziehung muss man auch in die echte Welt umsetzen. Ich habe ein einfaches Motto, ist, such dir die besten Partner und Dienstleister und bezahle sie gut und baue diese Beziehung aus. Und ich habe gesehen, dass man mit dem Sandro so eine Partnerschaft aufbauen kann. Er ist wahnsinnig verlässlich, er ist ein unglaublicher Profi, er versteht, was er macht, er hat Handschlagqualität und er zieht seine Sache durch 24/7. Das schätze ich ganz besonders für mich als Immobilieneigentümer und als Käufer oder Verkäufer ist es ganz wichtig, dass man einen Makler hat, der genau diesen Bereich abdeckt. Probleme mit Besichtigungen, Probleme mit Hausverwaltungen, Probleme mit Protokollen, mit Übergabeterminen etc. Also die gesamte Organisation und sogar noch viel mehr. Er macht auch Dinge, die ein normaler Makler nicht macht. Es gibt das Mr. Immo Concierge Service, das heißt, wenn ein Käufer irgendwas Zusätzliches braucht, scheut sich der Sandro nie, dass er einfach anpackt und das erledigt. Weil er einfach der Beste ist und der Nummer 1.